Ich bin nicht hässlich, bin nicht schön, und meine Tante, die Helene, die sagt sogar, ich hab ein wunderbares Näschen. Ich bin nicht mager, bin nicht dick, ich bin nicht unschick und nicht schick, ich bin, wie man so sagt, ein unscheinbares Häschen. Es ist doch wirklich sonderbar, ich bin schon 25 Jahre und nicht ein Jüngling hat bis heute mich verwirrt. Im Kino muss ich es so drechseln und den Platz oft fünfmal wechseln, bis ich endlich von einem Mann belästigt werd. Ich weiß nicht, taugt nicht viel, ich hab ein Sexappeal wie ein zerlesener Krimi. Ich hab ein Charme in mir wie eine Ofentür und dazu heiß ich noch Mimi. Mutter, die rät mir ein, lass nur die Männer sein, aber hätt das seinen Sinn, wenn ich es verstehen möchte und Augen verdrehen möchte, da schaut ja bei mir keiner hin. Ich such einen, den ich will, und find keinen, der mich will, nur weil ich so unscheinbar bin. Ich bin nicht hässlich, bin nicht schön, und meine Tante, die Helene, die sagt sogar, so Mädchen sollen heute rar sein. Ich tanz ein Tanz auf jedem Ball, und das ist die Damenwahl. Da kann doch das, was meine Tante sagt, nicht wahr sein. Einst hat für mich sie inseriert, da schrieb ein Herr gut situiert, auch wär er einsam und er trägt das so nicht mehr. Doch als sie ihm ein Foto sandte, schrieb er leider meiner Tante, da bleibt er lieber einsam wie bisher. Ich weiß, ich taug nicht viel, ich hab ein Sexappeal wie ein zerlesener Krimi. Ich hab ein Charme in mir wie eine Ofentür und dazu heiß ich noch Mimi. Jüngst hat der Sohn vom Wirt mich auf den Hummel geführt, aber hat das seinen Sinn? Was stimmt das nicht? Komm, kommen wir vorne, wenn der zur Geisterbahn fahrt, dacht er und ist schon drin. Denn nach die Skeletter, da find er mich netter, nur weil ich so unscheinbar bin. Ich bin nicht reich, ich bin nicht arm, da lernt ich kennen einen Gendarm, der wollte unbedingt mit mir durchs Leben wandern. Er hat mir so den Hof gemacht, hat um die Erbschaft mich gebracht, bis ich erfuhr, er geht auch noch mit einer anderen. Hohes Gericht, er kam zu mir, sein Dienstrevolver, der lag hier. Ich weiß bis heute nicht genau, wie es passiert. Da lag er da ganz klein und bloß, und ich war auf einmal groß. Zum ersten Mal im Leben hab ich triumphiert. Ein Herr Verteidiger, sag's bitte nicht zu mir, das hätt ich nur aus nem Krimi. Dass ein Komplex ich hab, weil keinen Sex ich hab und noch den Vornamen Mimi. Recht so, Herr Staatsanwalt, ich gehör in Strafanstalt, so wie Sie's gesagt haben vorhin. In so großen Lettern stand's, in allen Blättern, von mir und mit Fotografie. Ein Freispruch, ich kann heimgehen, ich hatte Angst, es wird so ausgehen, nur weil ich so unscheinbar bin.